Na, ah, hab ich sie. Huh, 450 Erfahrungspunkte, wow. Gott, war das ein Krampf. Diese Knochenkünstlerin ist Geschichte, aber was war das für ein Geräusch? Oh nein, ich höre Knochen. Diesmal sollten wir uns wirklich einem Heiltrank bedienen. Irgendwie habe ich gerade eben sehr viele sehr kleine Skelette gesehen. Das sah einerseits süß, aber gleichzeitig auch sehr angsteinflößend aus. Oh, ein Silberstreitkolben. Was geht denn hier ab? Geht alle weg! Aus! Oh Gott, ich dachte, ich wäre gerade eben wieder gestorben. Nein, ich bin zum Glück nur hingefallen. Oh Gott, irgendein Dämon. Ich glaube, sein Feuerballzauber hatte auch einen Schlag, deswegen bin ich hingefallen. Okay, langsam, 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 langsam. Kein Stress. Wir haben noch ranzige Heilungstränke, die können wir uns auch reinschmeißen. Nein, du bleibst weg. So, Ausdauer ist wieder voll regeneriert. Das heißt, wir können jetzt volles Rohr gleich casten. Und da kommt er. Nein, schon wieder hingefallen. Gott, dieser dreckige Sack. Nein. Falsche Taste. Dann kauen wir ihn eben so klein. Spammerei, egal. Gott, war der groß. Guckt euch den mal an. Ein Prachtexemplar. Wie krank. Aber ein Feuerrubin. 3 Punkte Schaden für 3 Sekunden an Schlag. Wow. Ganz schön heftig. Irgendwie habe ich auch nicht ganz geschafft, meinen Eiszauber auszurüsten. Ich wollte ihn ein bisschen gefrieren. Hat nicht ganz funktioniert. Okay, also ich muss sagen, die Leute haben keine Witze gemacht. Die mir gesagt haben, dass es jetzt langsam anfängt, schwer zu werden mit den Kopfgeldauftragen. Auftragen? Nein, Aufträgen. Plural, Singular, Paschingular. Eigentlich sollte es ja schon seit dem letzten Auftrag schwer werden, aber ich muss sagen, der letzte Auftrag war überraschend einfach. Vielleicht auch, weil ich einen 8-sekündigen Lähmungszauber auf den Typen gesprochen habe. Und bis der endlich bei mir angekommen ist, habe ich den platt gemacht. Boah, wie das aussieht. Zieht euch das mal rein. Diese Frau hat sehr viel Spaß mit Knochen gehabt. Sieht fast so aus, als ob dieses Skelett mit einer Art verrostetem Metall nachgebaut wurde. Was für ein kranker Freak hier. Silberkurzschwert, jetzt will ich aber mal schwer hoffen, dass diese Dame, oh, ordentlich was gebunkert hat. 15 Stücke Kohle hören sich schon mal super geil an. Kohle, Kohle, Kohle. Jo, nice. Damit können wir eine gute Kante schmieden. Ich weiß nicht, wie man eine Kante schmiedet, aber das kann man in der Tat machen mit dem ganzen Kram. Ich finde es auch toll, dass wir in jeder der Höhlen bis jetzt immer irgendein, na, wie heißt's? Oh, Lehrbuch. Nice. Teleportstein, irgendeine Teleportrune gefunden haben, das wollte ich sagen. Schön den Satz zu Ende bringen. Und irgendwie finde ich in diesen Gräbern, die ich hier ausbuddel, oder in den Erdhaufen, mehr Sachen als in den Kisten. Sehr merkwürdig. Oder zumindest unter anderem nützlichere Sachen. So, ein Nährpunkt. Nice! Vorhin hatten wir 36, jetzt hatten wir ein Level-Up, also haben wir jetzt vielleicht 41 und durch das Ding 42 Lernpunkte. Das nächste Mal, wenn wir bei irgendeinem Trainer sind, müssen wir auf jeden Fall hochtrainieren. Ich habe wieder 2600 Münzen. Eigentlich habe ich die aufbewahrt, weil ich mir dachte, dass wir ja uns ein Haus kaufen wollen, weil viele Leute mir geschrieben haben, wie toll es doch wäre, ein Haus in Nerim zu besitzen. Moment kurz, haben wir diese Höhle beendet?
Jawohl, nice. Ein Haus kaufen wollten wir uns, wollte ich mir nach zahlreichen Tipps und Tricks und Tipps und Tricks und Tipps und ich denke, mein Punkt ist deutlich herübergekommen. habe dann aber jetzt letzten Endes doch noch herausgefunden, dass dieses Haus ein bisschen teuer wäre. Und zwar dachte ich zunächst, dass es verschiedene Häuser in Nerim zu kaufen gäbe. Aber scheinbar gibt es doch nur eines und dieses eine Haus würde mich angeblich einen fünfstelligen Betrag kosten. Und ich will jetzt nicht unbedingt mit meinem wenigen Geld, was ich so schon habe, all das zusammensparen und sofort alles komplett ausgeben, um eine Behausung zu besitzen. Dann spare ich doch lieber ein bisschen kürzer, ich wollte schon sagen ein bisschen länger, nein, dann spare ich doch lieber nicht ganz so lang und kaufe mir dann stattdessen auch ein paar Skills und sorge dafür, dass ich nicht ganz so leicht sterben werde. Okay, ich werde trotzdem noch so leicht sterben, aber ich werde mich vielleicht ein bisschen besser wehren können. Denn das gerade eben, die Dame hat ganz schön viel Schaden gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die 450 Erfahrungspunkte bekommen habe. Fällt mir erst jetzt ein, hätte ich eigentlich gleich noch checken können. Weil die Quest mir 450 Erfahrungspunkte gebracht hat. Oder weil die Todesfee tatsächlich Stufe 45 war. Das glaube ich aber nicht, dann hätte sie mir ein bisschen mehr eingeheizt, glaube ich. So, auf jeden Fall, was ich euch noch sagen wollte, mein Plan jetzt für diese Aufnahme oder vielleicht auch für nächste Aufnahme. Ich möchte euch nämlich wissen lassen, was alles derzeit geplant ist. Einerseits wollten wir den Kopfgeldauftrag jetzt hier beenden. Das haben wir erfolgreich gemacht. Also auch gleich mal eine Runde speichern. Auch fest speichern. Und nachdem wir das gemacht haben, Ruin, dammit! Ruinen von Narvo ein bisschen erkunden gehen. Hey! Eure leichte Rüstung wird entzogen. Oh nein! Also, wir machen das hier. Und sobald wir diese Ruinen erledigt haben, Kopfgeldauftrag war nämlich Punkt 1 übrigens, machen wir uns endlich wieder an die Hauptstory ran. Während wir die Hauptstory nämlich gemacht haben, haben viele Leute sich wieder gewünscht, dass wir ein bisschen erkunden gehen. Ich wollte auch ein bisschen erkunden gehen, also hat sich das sehr schön in der Mitte getroffen. Boah, geile Dungeon-Musik. Und ja, wir waren jetzt erkunden. Die Ruinen von Narvo hier werden wahrscheinlich zum letzten Ausflug seiner Art gehören. Zum letzten Ausflug seiner Art für die nächste Zeit. Denn ich bin wirklich heiß darauf, wie es weiter in der Main Story geht. Oh, ein Dietrich. Sehr gut. Eisenerz. Nice. Es lohnt sich wirklich, jede einzelne Kiste zu durchsuchen. Denn diese ganzen Ressourcen sind sehr seltene Ressourcen. Übrigens nochmal ein kleiner Dank an Freezy. Ihr kennt ja hoffentlich noch Freezy. Er hat viele weitere Musiktracks uns gegeben für die Dungeons und auch für die Außenwelt. Und er hat jetzt für Nerim nochmal die Tracks remastered. Das heißt, alle Tracks ein bisschen lauter gemacht, da sie vorher etwas leise waren und ich sie in der Post-Production immer an bestimmten Stellen lauter drehen musste, da man sie sonst einfach nicht gehört hat. Jetzt sind alle Tracks ein bisschen lauter und ich habe noch ein paar Tracks dazugenommen. Und damit meine ich, dass ich einfach alle Tracks übernommen habe, die er mir geschickt hat. Ich vertraue ihm da, da sein Musikgeschmack echt sehr passend und cool ist. Und ist, Bro! Ach, ist das schön, zur Abwechslung mal auch ein bisschen gegen unterlevelte Gegner anzutreten. 30 Münzen wert. Ich glaube, ich muss gar nicht mal mehr gucken, ob ich die Bücher wenigstens auch für das Geld mitnehmen möchte, weil die bringen immer so wahnsinnig viel, das lohnt sich jedes Mal.
diese Ruinen, da die Monster bzw. Eterna-Kampfmagier nicht ganz so stark sind, denke ich, müssen wir nicht unbedingt auf Boden gefetzt. Und im Flug gelootet, nice. Und eine Torch, sehr gut. Ich bevorzuge mittlerweile schon eine Fackel gegenüber 20 Goldmünzen, die vielleicht auch mal gedroppt werden können. Einfach weil ich so selten auf Händler stoße, die tatsächlich Fackeln verkaufen. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich so selten tatsächlich auch nach Fackeln schaue. Weil wir bisher keinen Mangel an Fackeln hatten. Und verdammt, da haben wir einen Gang übersehen. Ich renne noch einmal ganz kurz rüber, wir sehen uns gleich. Nach einem kleinen Schluck Wasser befinden wir uns wieder hier. In dieser zauberhaften Höhle. Ich habe irgendwie befürchtet, dass das Brett hier zerbrechen wird. Scheinbar. Oh, Jesus, war das Geräusch laut. Scheinbar aber nicht. Wollen wir mal die Bretter zerkleinern? Ach, ich liebe diese kleinen Spielereien. Wir wollen ja nichts von diesem Stockwerk verpassen. Oh, hallo. Nein. Geh weg mit deinen Frostzaubern, die will niemand sehen. Schon Stufe 10 statt Stufe 7. Was zum Teufel? Habt ihr das gehört? Das war gerade eben ein sehr komisches, geisterhaftes Geräusch. Kam das noch von dem Geist, der gerade eben gestorben ist, oder? Das kommt von der Musik. Das ist der Soundtrack, glaube ich. Wow. Danke, Freezy. Also wirklich, du hast mir richtig Hammer-Tracks hier gegeben. Moment, bevor wir hier weitergehen, gehen wir erstmal hier lang. Der Weg scheint eher in eine Sackgasse zu führen. Guten Tag. Na, wie liegt es sich da auf dem Boden? Ach ja, der Feuerzauber ist schon nice. Ach, du hast nur eine Maske angehabt. Ich dachte, wir wären zum ersten Mal auf einen schwarzen Elfen gestoßen. Aber nein. Sowas gibt's hier nicht. Hm, Milchsemmel. Weintrauben, buh. Oh, ein Pergament. Was haben wir hier? Finden wir vielleicht auch hier ein Stückchen Story? Na, interessant. So nichts und vielsagend war ein Stück Papier noch nie. Wir sollten ein bisschen mit meinen speziellen Chemikalien drüber gehen. Vielleicht können wir ein bisschen unbekannte Tinte identifizieren. Nicht ganz. Ein bisschen unsichtbare Tinte. Kampf und Karbaid. Ich komme einfach nicht drum herum, jedes Mal nachschauen zu wollen, wie viel die eigentlich wert sind, die Bücher. Und noch einmal Schattengeborene. Wow, das ist jedes Mal wie so ein kleiner Jackpot, wenn ich so ein Buch finde. So ein Schattengeborenen-Buch, die gibt es so oft und gleichzeitig geben die mir so viel Asche. Vorausgesetzt, ich finde natürlich einen Händler, der mir das auch verkaufen will. Kaufen will, so rum. Kaufen will ich das nicht, wir haben es ja schon mal vorgelesen. In einem separaten Vorlesungsvideo. Die Überlieferungen Nerims. Nein, Finger weg. Möchte da jemand meine Axt kosten? Vorausgesetzt, die liebe Sana trifft auch mal. Nicht ich, ich nicht. Also, ich bin ja nicht die Person, die hier zuhaut. Ich wollte einfach nochmal gucken, was eigentlich ihr Schwert kann. Nicht, dass ich die ganze Zeit irgendwelche geilen, wertvollen Schwerter links liegen gelassen habe. Das wäre nicht so gut. Was haben wir da? Ein paar Rollen. Die Tyrannei der Lichtgeborenen. Oh. Das hört sich doch mal wieder schön storybehaftet an. Werden wir auch noch lesen, keine Sorge. Ich werde einfach wieder ein paar... Na, wie heißt's? Überlieferungen Nerims. Genau, so habe ich das Format genannt. Da werde ich ein paar Videos davon rausbringen und dann könnt ihr euch das nochmal in aller Ruhe getrennt von diesem Let's Play anhören. Ich weiß, dass zwar die Bereitschaft, auf so ein extra Video zu klicken und extra nochmal zuzuhören, das haben wir schon gelootet, ein bisschen geringer ist, als einfach zuzuhören, wenn das
die Vorlesung dieses Buches, Vorlesung, ich komme mir immer vor wie in der Kirche, wenn ich das sage, nein, und wie in der Uni vor allem, dass es so ein bisschen geringer ist, die Bereitschaft, aber ich denke, und es ist auch vor allem ein bisschen mehr Arbeit für mich, aber es ist so eine ganz nette Füllmethode, um ab und zu trotzdem noch Videos rauszubringen, wenn ich einfach keine Zeit hatte, richtige Videos rauszubringen an einem Tag. Und zudem muss ich ganz ehrlich sagen, die lieben Mitglieder von Sure AI nichts damit unsichtbar machen. Ha! Vollgas! So, was wollte ich sagen? Die lieben Developer, die lieben Mitglieder von Sure AI, haben die Überlieferungen Nerims, falls ihr das noch nicht gesehen habt, empfehle ich auf sureai.com oder .de, bin mir gerade nicht so sicher, da mal vorbeizuschauen und ja, einfach mal reinzuschauen, wenn ihr große Nerim-Fans seid, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Denn die haben großes Lob für auch die Let's Reads, für die Überlieferung Nerims ausgesprochen. Und sowas will ich auch gar nicht verheimlichen. Oh Gott, was zur Hölle ist das für ein Typ? Und sowas motiviert mich immer unglaublich, weiterhin die Let's Reads zu machen, so wie ich sie bisher gemacht habe. Ich warte auf den Kerl. Finger weg. Ohne ihn mich berühren zu lassen, so muss es laufen. Marschall Teldor. Rottenhelm, yes! Meine Theorie war richtig. Oh, geil. Damit können wir unser Rottenmeister-Schild austauschen. Rottenhelm, nice, 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 nice. So. Ring des Lehrlings. Illusion, Willenskraft. Ja, wir gucken gleich mal, was wir sonst noch so haben. Gewand des Notizen. Nein, nicht ganz. Novizen. Oh, nein, nein, ist gar nicht nackig, obwohl ich ihm die Sachen ausgezogen habe. Moment, wir können noch 28 Würfel tragen. Ah, das ist ein bisschen zu eng. Teldors Schlechter. Das Ding ist eigentlich gar nicht mal so gut, sehe ich gerade. Aber ich würde sagen, wir können stattdessen einfach hier die Stahllangbogen fallen lassen. Ja, wo ist er denn? Ah, da. Übersehen, weil er grau ist. Magika absorbieren. Jo. Sogar ein Zweihänder. Ein Zweihänder mit nur 6 Angriff. Also das ist echt hier für das Level gemacht. Gut, wir tragen auch gerade theoretisch eine Level 23er Waffe. Das Ding haut schon ganz schön ordentlich rein. Vor allem, weil es noch 7 Punkte Lebensenergieschaden hat pro Schlag. Kleine Frage, können wir im Vergleich zu Oblivion, bei Oblivion ging das ja nicht, können wir hier zusätzlichen Feuerschaden auf zum Beispiel die Axt machen? Nope. Okay, geht nur auf Waffen, die noch nicht verzaubert sind. Das wollte ich mal gucken. Da haben sie also die Engine-Begrenzung nicht überwunden. So, Schockschild. Wir könnten die Sachen auch verkaufen. Gegenzauber Rang 2. Ach, wir haben sogar Gegenzauber Rang 4 eingesammelt, aber ich hatte irgendwie nicht registriert, dass wir irgendwann Rang 2 eingesammelt haben. Dann können wir gleich mal gucken, was zur Hölle Gegenzauber denn bringt. Stille für 10 Sekunden. Oh, nice. Hätte ich das vorher gewusst, hätten wir diese Todesfee gerockt ohne Ende. Also, wow, geil. Moment, kurz testen, ob das ein Zauber ist, der fliegt. Oh, geil. Magier werden ab jetzt so gedisst sein, wenn sie gegen uns kämpfen. Ich kann mich nämlich erinnern, dass wir gegen den Frostfinger-Magier haben wir auch den Stille-Zauber gecastet. Für 10 Sekunden aber über eine Schriftrolle. Und das war schon extrem geil bei dem. Und jetzt haben wir einfach einen Zauber. So, davor ein Rüstungspunkt des Jägers Plan. Das Ding hat 2 Rüstungspunkte, doppelt so viel Schutz eiskalt. Festigen, 1 Intelligenzpunkt, 3 Blocken, 1 Stärke. Dann nehmen wir doch garantiert mal das. Oh, sieht ein bisschen lame aus. Ich dachte, wir kriegen diesen geilen Flügelhelm, den der Kerl hier anhat. Aber scheinbar ist das irgendein kosmetischer Fake-Helm. So, dann könnten wir jetzt theoretisch das Rottenschild abrüsten. Moment, wenn ich das ausrüste, müsste ich trotzdem noch den vollen Teilebonus haben, oder? Ja, Komplettbonus, sehr gut.
deswegen konnte ich jetzt weniger tragen. Jetzt bin ich plötzlich wieder zu schwer belastet. Moment, festigen Stärke 2 Punkte. Ah, habt ihr das gesehen? Ich kann zwar komischerweise immer noch weniger tragen, irgendwie verpenne ich jedes Mal zu bemerken, was zur Hölle mir meinen Stärkebonus gibt. Und immer wenn ich irgendwas ausziehe und wieder anziehe, habe ich weniger Schutz als vorher. Sehr komisch. Oh, und obwohl ich den Helm ausziehe, habe ich trotzdem noch den Komplettbonus. Das heißt, ich habe den Schild zwar quasi nicht in der aktiven Benutzung gerade, aber es zählt trotzdem als Bonus. Wo zur Hölle ist mein Schild? Habe ich den in die Kiste abgelegt? Mein Berserker-Schild? Habe ich den weggeworfen? Nein, oder? Den habe ich doch eigentlich absichtlich... Wie merkwürdig. Den habe ich doch eigentlich absichtlich mitgenommen, weil ich den verzaubern wollte. Na, das wäre jetzt aber wirklich ein bisschen blöd. Die letzte Aufnahme ist auch schon wieder ein bisschen her. Das heißt, ich weiß nicht ganz genau, ob wir den tatsächlich abgelegt haben oder ob wir den weggeworfen haben. Das Ding war nämlich ziemlich geil. So, ein Schluck Wasser muss auch mal sein. Nicht wie letztes Mal, dieses ganz gewisse Süßgetränk, was ich nicht noch einmal nennen möchte, da ich ja keine Schleichwerbung betreibe. War ja schlimm, wenn ich noch einmal Fanta Lemon erwähnen würde. Nein! Verdammt, oh mein Gott, ich bin so ungeschickt. Aber Wasser zu trinken ist für Aufnahmen ein bisschen besser. Schade, keine Kiste, nichts in diesem Raum hinter dem Typen, aber hier ist irgendein Geheimgang.